Ich habe mich hier auf CoSpaces Edu als Lehrkraft eingeloggt und bin auf diesen Button gegangen, um zu meinen Klassen zu gelangen. Man sieht hier, das ist alles auf Französisch eingestellt, kann man auch auf Deutsch machen, je nachdem, wie gut die Schüler damit umgehen können. Und ich habe eine Klasse erstellt, die heißt Nice. Und in dieser Klasse gibt es ein Projekt, das für die Schüler schon vorbereitet ist. Und zwar besteht dieses Projekt aus zwei Szenen, das heißt zwei Würfeln, die man nacheinander angucken kann. Und man sieht hier, dass die Programmierung schon vorbereitet ist, sodass hier einfach alles ausgefüllt werden muss und nicht mehr selbst programmiert. Es gibt einmal hier eine Programmierung, wenn man auf die Bilder zeigt, dass eine Audiodatei abgespielt wird und hier einmal eine Programmierung, um ein Quiz auszulösen. Wenn Schüler dieses Quiz machen möchten, dann klicken sie einfach mit einem Rechtsklick hier auf dieses komplette gelbe Element und duplizieren es so oft, wie sie es brauchen. In dem Fall sechsmal, einmal pro Seite. Wenn die Schüler sich dann einloggen, sich anmelden, mit einem beliebigen Nutzernamen und dem Klassencode, den man hier oben findet, dann hat jeder Schüler hier einen Würfel vorbereitet, den er einfach öffnen kann und dann importiert er als ersten Schritt die Fotos, die gesucht wurden. Wenn man dann die Bilder importieren möchte, klickt man auf Importieren und sucht die Bilder auf dem PC. Kann man genauso gut auch am Tablet natürlich machen. Dann öffnet man die Bilder, die werden hier hochgeladen. Man kann dann hier den Urheber des Bildes noch angeben, die Lizenzen, also zum Beispiel hier eine CC-Lizenz. Und dann muss man einfach dieses Bild hier nehmen, mit der linken Maustaste festhalten oder mit dem Finger auf dem Tablet nach oben ziehen, einen Doppelklick auf das Foto, auf Attaché, auf Deutsch heißt das anbringen und dann kann man das vergrößern, bis es den ganzen Würfel ausfüllt. Und das macht man mit allen sechs Bildern. Da der Würfel aktuell auf dem Boden steht, muss man ihn noch anheben. Das macht man, indem man hier auf Déverrouiller klickt. Dann kann man ihn anheben und leicht drehen, damit man alle Seiten sieht. Ich habe nun alle Bilder angebracht. Das ist das Letzte. Beim Vergrößern muss man darauf achten, dass man hier auf diesen Button klickt, gehalten lässt und das größer zieht. Das heißt, nicht einmal drauf tippen und ziehen, sondern drauf bleiben und ziehen. Man sieht hier, der Würfel ist nun vollständig. Der nächste Schritt ist, dass man die Programmierung vorbereitet, indem man einen Doppelklick macht und hier unter Programmer Utiliser donc Blocks anklickt. Das muss man ebenfalls für alle machen. Und was hier besonders wichtig ist, ist auch, dass der Name des Bildes sinnvoll gewählt ist, damit man nachher die Zuordnung leicht machen kann. Der dritte Schritt ist dann die Audioaufnahme. Hier klickt man auf Enregistrer, wenn man direkt aufnehmen möchte. Wenn man bereits MP3-Dateien aufgenommen hat, kann man sie auch hochladen. Wenn ich auf Enregistrer klicke, dann Quand on monte sur la colline du château à Nice, on voit la plage et la ville de Nice. Ich habe das nun aufgenommen
und benenne die Aufnahme sowie das dazugehörige Bild und speichere ab. Und das mache ich mit allen sechs. Wenn die sechs Audiodateien aufgenommen sind, klickt man auf Code und vervollständigt die Programmierung, indem man hier oben jeweils ein Bild auswählt und hier die passende Audioaufnahme dazu. Das bedeutet, wenn man auf das Bild zeigt, dass der Ton abgespielt wird. Hier lässt man Faux, damit der Ton sofort aufhört, wenn man wegsieht. Das macht man für alle sechs Audioaufnahmen und dann ist man auch schon fertig. Die Schüler sehen diesen Teilen-Button lediglich, wenn die Lehrkraft das freigeschaltet hat. Die Lehrkraft kann aber das Teilen immer ermöglichen und das Ganze nicht gelistet teilen. Und dann bekommt man hier einen Sharecode, den man in die App eingeben kann, einen Link, den man zum Beispiel auf einem Padlet posten kann, einen QR-Code und einen Einbettcode. Wenn man hier noch zusätzlich die zweite Szene verwenden möchte mit dem Quiz, geht genauso. Hier ist schon alles vorbereitet. Man kann das Ganze auch kopieren, damit man schon die ganzen Fotos und die Programmierung aktiviert hat. Und dann kann man hier im Code, wenn man auf Vedesange zeigt, soll eine Frage angezeigt werden. Qu'est-ce que tu vois? Le port de Nice. Und dann wählt man hier die richtige Antwort aus und sagt, was passieren soll, wenn es richtig ist. Zum Beispiel kann man ein Schild anzeigen lassen mit Informationen. Also man könnte auch einen Ton abspielen lassen, bei dem geklatscht wird. Das ist alles möglich. Ein Bild kann man anzeigen, muss man aber nicht. Wenn man dann auf dem Smartphone seine App öffnet, ohne sich einzuloggen, einfach auf den Button links neben dem Login und die Option QR-Code wählt, dann kann man sofort den Würfel aufrufen. Dann wird er geladen, drückt man auf Play und man sieht eine Information zu Augmented Reality. Bitte nicht verwirren lassen. Es handelt sich um Mixed Reality, aber kommt aufs Gleiche raus. Man kann virtuelle Inhalte anzeigen lassen. Dann nimmt man den Würfel, den man basteln kann und schon sieht man seinen bebauten Würfel in der Hand. Mit dem Quiz in diesem Falle, man sieht unten, dass man in der zweiten Szene ist. Bitte lassen Sie sich nicht davon verwirren, dass ich La Colline du Château geschrieben habe. Das war ein Fehler, habe ich noch geändert. Und wenn man dann unten auf die erste Szene übergeht, quand on monte sur la colline du Château à Nice, on voit la plage et la ville de Nice. On appelle la plage la baie des Anges. Entre la mer très bleue et la ville, il y a la promenade des Anglais.